Okay. Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Und ja, herzlich willkommen zu einem kleinen, etwas traurigeren Bericht. Und dann kommt ein etwas glücklicherer Teil und ja. Und dann kommt vor allem ein sehr verpeilter Teil, weil ich die letzte Zeit praktisch nicht geschlafen habe. Also, entschuldigt. Also, es ist wie folgt. Am Freitag, den 18.08., sehr gerades Datum, 2017, ist erstmal meine Welt ein Stück zusammengebrochen, weil es war, also, ja, wie sage ich es, meine Isa ist am Freitag, den 18., leider verstorben. Ich möchte euch jetzt die Geschichte dahinter erzählen und ja, entschuldigt. Es ist so, jeder, der auf Facebook irgendwie mal gesehen hat oder auch auf Twitter bei mir, hat wahrscheinlich meinen Text schon gelesen, den ich da hingeschrieben habe. Und aber für alle, die das nicht haben, dieses Video jetzt heute und am Freitag kommt davon dann ein zweiter Teil. Gut, also, letzten Freitag war es so, ich habe mein Video gehabt, habe das dann veröffentlicht und alles. Nee, es war noch davor. Ja, entschuldigt, das war noch davor. Ich bin aufgestanden und dann bin ich in mein Zimmer gegangen. Und dann lag Isi so ganz lätschig im Stall und da habe ich mir so gedacht, ja, okay, dann ist sie halt müde. Und dann habe ich dann weiter so nach ihr geguckt, habe eben irgendwann gedacht, na gut, dann mache ich jetzt mal das Fenster auf, damit sie Luft bekommt und vielleicht wird sie ja dann wieder fitter. Und das ist dann aber nicht passiert und dann irgendwann hatte ich so ein ganz komisches Bauchgefühl. Ich kann jetzt nicht sagen, was es war oder so, aber ich habe dann plötzlich so ein komisches Gefühl gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt und dann bin ich mal zu ihr hin und habe ich so in den Stall geguckt und dann waren da so viele nasse Stellen. Und die habe ich dann eben, fand ich dann komisch, weil die sahen so ein bisschen aus wie, ja, ich kann es jetzt nicht mit netter sagen, aber Karottenkotze. Entschuldigt. Und das war dann so, dass ich die gesehen habe und habe ich so gedacht, sieht komisch aus, ein bisschen zu rot. Dann habe ich erst gedacht, na gut, vielleicht ist es so rot durch die Karotte und das Karottenzeug. Und dann habe ich aber mich entschieden, spontan mal sie hochzulupfen. Und sie war echt mehr so wie so ein. Wie so ein lappriger Teig in der Hand, obwohl, wenn ich mit Teig knete, der ist härter. Aber der wird am Ende fluffiger. Aber das passt jetzt überhaupt nicht. Ja, und dann war es so, dass ich sie dann hochgehoben habe und dann habe ich so an ihrer Pfote was Rotes entdeckt. Und in dem Moment habe ich erstmal so ein. Nee, da hab ich erstmal in ihren Stall geleuchtet. Und dann habe ich da so was Rotes im Stall entdeckt. Und dann habe ich mir so gedacht, oh Scheiße, lass es bitte kein Blut sein, lass es kein Blut sein. Dann habe ich sie hoch und habe gehofft, vielleicht ist es schon vorbei und es ist nichts Schlimmes und so. Und dann habe ich sie hochgelupft nochmal. Und dann war leider Gottes auch an ihrer Pfote Blut. Und dann habe ich auf jeden Fall ganz panisch und so besorgt meine Mutter angerufen und habe gesagt, du Mami, da stimmt was nicht. Mama, da ist Blut in Isis Stall. Ich war wirklich panisch, dass alles zu spät war. Und dann habe ich auf jeden Fall meine Mutter, dann ist meine Mutter auch zu mir schon recht schnell hochgekommen und hat dann gesagt, gut, tu sie in das Tragetting, wir gehen zum Arzt. Entschuldigt. Und dann ist meine Mama mit ihr zum Arzt und ich bin dann daheim gesessen und habe dann irgendwann gesagt, so für mich, okay, jetzt mische ich den Stall aus, weil ich habe da nur einen kleinen Blutfleck entdeckt, aber der hat mir schon gereicht. Und dann habe ich den Stall ausgemischt und in dem Stall war überall Blut. Und in dem Moment, als ich das überall gesehen habe und das so gemerkt habe, habe ich mehr oder weniger gedacht, hatte ich diesen Moment, wo ich wirklich heulend zusammengeklappt bin und gewusst habe, das war's, das übersteht sie nicht. Dann nach so ungefähr schätzungsweise, wie lange war ich weg? 45 Minuten. Ja, so schätzungsweise nach 45 Minuten ist dann meine Mom nach Hause gekommen. Also ich habe in der Zwischenzeit den Stall sauber bekommen, was echt eine harte Arbeit war, weil der war richtig verschmutzt. Und ja.
Und dann war es eben so, dass ich den Stall sauber gemacht habe. Und dann war es so, dass dann Mom dann da war. Sie hat mir dann erzählt, ja, also die Ärztin hätte da entdeckt, dass sie da hinten unten an der Kralle was hatte, was bei uns ungefähr wie hier ist, dass es deswegen eben so viel Blut war und dass sie jetzt eben eine Infusion bekommt und dass, wenn alles gut läuft, dass sie dann morgen wieder heimkommt. Und dass es nicht Schlimmes wäre und ich glaube, sie hat sogar gesagt, keine inneren Blutungen. Also nicht von innen kommt, als die Ärzte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, das ist schon eine Weile her und Schlafmangel macht echt vergesslich. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass sie dann irgendwann kam dann ein Anruf von der Tierpraxis und die haben dann gesagt, ja, selten beim nochmal nachtasten und abtasten, Dick, das ist sie. Oh, entschuldigt. Es ist sie wohl einen Tumor im Bauch gehabt hat und dass sie dann da mehr oder weniger, ja, dass es auch innere Blutungen sind und sie dann deswegen. Und dann habe ich mich entschieden, weil ich eben schon mal einen Hasen hatte, der sowas hatte, dass ich gesagt, das wäre eine Quälerei gewesen und auch mit dem Blutverlust und allem, das hätte sie vielleicht nicht überstanden. Dann habe ich gesagt, nee. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir sie einschläfern lassen, damit sie nicht leidet, damit sie keine Schmerzen hat, damit sie einfach wieder, ja, damit sie wieder fri dass sie frei von Schmerz einfach in Frieden gehen darf. Und ja, Issy ist 8, 7, glaube 7,5 Jahre alt geworden, was für einen Hasen sehr alt ist. Sie war bis zuletzt wirklich top gesund. Also es war wirklich in der Nacht davor, ist sie mir noch über die Beine gesprungen. Und das war also wirklich, also für mich und meine Mom war das ein sehr plötzliches Ableben. Und für meinen Vater auch. Wir sind auch noch teilweise, die ganze Familie steht noch halb unter Schock, weil das so ein Hups war. So wirklich so ins Bett gegangen mit topfittem Hasen, aufgestanden mit halbwegs fittem Hasen, ins Bett gegangen mit totem Hasen. Also es war wirklich ein bisschen krass. Ja, und das war dann wirklich ein schwerer Moment und alles. Also war wirklich schwer. Aber was ich eben auch schon gemacht habe, war zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses ganze Blut gesehen habe, habe ich mich mal informiert, ob es schon Jungtiere irgendwo gibt. Weil ich für mich persönlich immer jemand bin, ich mag es nicht, alleine in meinem Zimmer zu sein und ich brauche da immer so was Kleines, Lebendiges, Quirliges oder zumindest Lebendiges. Und ja. Ja, da würde ich dann sagen, war ich dann wirklich schnell, weil ich habe dann bei den örtlichen Zoohandlungen angerufen, ob die Jungtiere haben. Habe auch bei eBay Kleinanzeigen schon geguckt, habe sogar schon eine Anzeige also angeschrieben. Und ja, dann am Abend sind meine Mom, mein großer Bruder und ich noch zusammen zu einem Tierbedarfsladen und haben einen neuen Stall, neues Zeug gekauft, haben dann alles ausgeräumt, was noch, also den alten Stall weg, weil der war ja dreckig und war auch nicht mehr ganz steril. Und da hätte sich jedes Jungtier wahrscheinlich, weißt du, so Geier was eingefangen. Und ja, dann haben wir den neuen Stall dann gekauft und haben auch sauber gemacht noch am selben Tag, haben alles aufgeräumt, haben gestaubt gesaugt. Also wir haben wirklich, da haben wir eine Bärenleistung geleistet, vor allem auch meine Mom. Und ja, da würde ich jetzt sagen, hören wir mit diesem Video auf und ich erzähle euch beim nächsten Video, wie es dann weiterging. Ich hoffe, dass euch mein Video, ja, ich kann nicht sagen, gefallen hat, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt oder was ihr an meiner Stelle gemacht hättet oder irgendwas. Schreibt mir gerne auch auf Twitter oder Facebook oder eben eine E-Mail an die bell.readmail@outlook.com. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis bald. Ciao!